Freitag, den 27.11.2015, war in der Eishalle in Sande endlich mal wieder Eishockey-Power der Jadehaie zu sehen. Das Team des neu gegründeten ECW Sande absolvierte vor ca. 600 Zuschauern ein Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten GIJS Groningen. Nach einem zögerlichen Start und einem schnellen 0:3 Rückstand kamen die Jadehaie endlich in Fahrt und verkürzten noch vor der Drittelpause auf 2:3. Im zweiten Drittel forderte ECW Sande den Niederländern viel ab, schafften es jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen. Mit einem Punktestand von 3:5 ging es dann ins letzte Drittel. Auch hier zeigten die Jadehaie wieder großen Einsatz und der Ausgleich war zeitweise zum Greifen nah. Aber die Spieler des GIJS Groningen nutzten letztendlich ihre Chancen besser und erreichten schließlich durch ein Tor in der letzten Schlussminute einen 8:5 Sieg. Die Jadehaie haben einige neue Spieler in ihrer Mannschaft, die zum Teil noch keine Punktspiele absolviert haben. Obwohl die niederländische Mannschaft klar als Favorit galt, war das Team des ECW Sande aber dennoch ein ebenbürtiger Gegner und hat den Zuschauern ein gutes Spiel gezeigt, auch wenn es am Ende für einen Sieg nicht gereicht hat. Der Trainer der Gäste vom GIJS Groningen zeigte sich zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft. Ja, wir haben gewonnen. Es war ein schönes Spiel. Das ist gut für die Promotion vom Sande, von der Hockey. Und vielleicht kommen wir zurück für ein nächstes Mal. Das ist kein Problem. Sie werden willkommen in Groningen für ein Match. So, anytime. Hier eine Einschätzung des Torwarts vom ECW Sande zum Spiel. Ja, ich denke mal, das hätte viel schlimmer ausgehen können. Aber ja, man sieht halt, wir haben noch nicht so oft zusammen trainiert. Aber die Jungs verbessern sich stetig auf jeden Fall. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Und es wird schon besser auf jeden Fall. Gute Jungs. Vitali Seitz, Spieler der Jadehaie sowie gleichzeitig erster Vorsitzender des ECW Sande und Betreiber der Eishalle, war ein bisschen geknickt über die Niederlage. Insgesamt aber zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Also auf jeden Fall. Schönen Dank an die Mannschaft, die uns heute besucht haben. Die waren, also Respekt, die waren richtig stark. Und das hat auch für uns letztendlich auch noch bewiesen, dass wir auch stark an unserer Mannschaft arbeiten müssen, werden. Ne? Und da kommen wir auch den Weg nicht vorbei. Und dadurch, dass die Oberligisten, sage ich mal so, die ersten, in ersten Punkttabelle stehen, ist ja natürlich, für uns war das auch nicht anders, dass wir, sage ich mal so, eine starke Mannschaft gegen uns hier aufgetreten haben. Anschließend gab er noch ein Statement zur Neugründung des ECW Sande. Auf jeden Fall, wir haben schon heute gezeigt, dass wir in kürzester Zeit zumindest irgendwie vorbereitet haben, dass wir auch noch auftreten konnten. Wir haben zwar gute Jungs, die verletzt sind, die heute nicht leider teilnehmen könnten. Und wenn sie dabei wären, natürlich wäre dann vielleicht auch besser ausgegangen. Was ECW Sande angeht für die Zukunft, wir werden daran arbeiten, dass uns auch relativ junge Leute auswechseln werden, so wie mich, sage ich mal so, oder die anderen ein bisschen schon älteren Leuten. Aber wir werden bis zum Schluss auch daran arbeiten, wir auch persönlich, dass das zumindest der Club oder hier Verein auf jeden Fall weitergeht, auch mit Erfolg. Hoffe ich, werden wir daran auch stark arbeiten. Auch den Eishockey-Nachwuchs ließen wir einmal zu Wort kommen. Ja, war eigentlich ein ganz gutes Spiel, also schön körperlich. Und war jetzt ein, zwei Chancen, Tore hätten nicht sein müssen. Aber sonst im Allgemeinen eigentlich ein ganz cooles Spiel. Und hier noch ein paar Eindrücke vom Nachwuchs.